uns heute mal wieder mit einem Haul. Und zwar habe ich, wie kann es auch anders sein, bei Doreen Beats bestellt. Das achte Mal mittlerweile. Letztes Mal konnte ich leider kein Video machen, weil ich hatte zu diesem Zeitpunkt überhaupt keine Zeit. Und ja, es war auch nicht allzu viel, es waren wenige Sachen und ja, kann ich euch jetzt auch nicht mehr zeigen, da das alles schon verräumt wurde. Aber diesmal habe ich wieder eine, ja, recht große Bestellung. Also ihr könnt sehen, das ist ein großer A4-Umschlag. Der ist gut gefüllt. Also ich habe insgesamt, ich glaube, 37 Artikel oder so. Ich glaube, 37 Artikel waren es. Ja, das sind hauptsächlich S-Packungen, also Small-Packungen. Aber ich zeige euch einfach mal, was ich bestellt habe. Und zwar habe ich als erstes gleich mal Glitzersteinchen bestellt. Diese mussten einfach mit. Die habe ich in einem anderen Haul gesehen. Ich fand die so mega schön. Die sind auch am Strang. Also ihr könnt sehen, die sind, glaube ich, so 5 mm ungefähr. Ich weiß nicht, ob irgendwo was draufsteht. Also ich kann jetzt nichts lesen, wo die Größe draufstehen würde. Jedenfalls sage ich euch mal die Nummer. Die könnt ihr selber nach denen schauen. Da sind 2 Stück drin in dieser Packung. Und damit kommt man ja ewig hin mit so einem Teil. Also die waren jetzt auch gar nicht so teuer. Ich glaube 2 Euro noch was oder 1 Euro noch was. Irgendwie so. Müsst ihr einfach mal schauen. Die sind jedenfalls mega schön. Dann habe ich noch mehr Glitzersteinchen. Das ist mir das Sack. Ich habe noch diese bestellt. Die bunten. Beim letzten Mal habe ich bestellt auch so ein Paket. Das war so ein Mixpaket mit 5 verschiedenen Farben. Das habe ich letztes Mal mitbestellt. Das habe ich euch ja nicht gezeigt. Ja. Diese haben auch 2 Euro noch was gekostet. Und da sind 5 Pakete von drin. Also, ja, da kommt man ewig mit hin. Da denke ich mal, werde ich noch was für Tauschpakete oder so erübrigen. Da habt ihr die Nummer. Könnt ihr dann noch schauen. Ja, die sind mega schön. Ich habe sie auch noch nicht weiter benutzt jetzt. Die kamen gestern an. Ich habe gestern leider keine Zeit mehr gehabt dafür. Aber heute zeige ich euch sie. Ja. Wunderschön. Ich muss ja auch sagen, dass Doreen Beats macht echt abhängig. Also man kann es nicht anders sagen. Ich bestelle da jetzt so fast jeden Monat mindestens einmal. Und ja, also ich habe gerade mal so geguckt in der Statistik. Also ich habe mittlerweile über 200 Euro da gelassen, was für mich echt schon viel Geld ist. Ja. Aber es wird trotzdem nicht aufhören. Also die nächste Bestellung ist schon wieder im Gang sozusagen. Also ich habe schon wieder viele Sachen im Kopf, die ich haben möchte. Ich weiß aber noch nicht, wann ich bestelle. Ob ich diesen Monat nochmal bestelle oder erst nächsten Monat. So, und in diesem Umschlag habe ich jetzt noch drin diese Ausstechform. Hier seht ihr Sternchen. 3 Größen. Die waren im Ausverkauf. Die haben irgendwas bei, ich glaube, 79 Cent oder so gekostet. Und da sind 2 Sets drin. Also die musste ich mitnehmen. Wieso auch immer, aber die musste ich mitnehmen. Ich weiß auch nicht mal, ob ich sie gebrauchen kann. Weil einen Stern habe ich, glaube ich, sogar als ganz klein. Aber ich finde die eigentlich ganz schön. Also die kann man für viele Sachen benutzen. Ja, und ein Set werde ich wohl wieder abgeben. Da muss ich mal schauen. Ich habe ja auch 3 Adventskalender vereinbart. Und ja, da muss ich ja auch schon mal ein bisschen sammeln. Und ich denke mal, da wird einiges von reinwandern von den Sachen. Weil ich bin da schon viel am Überlegen, was ich dann da reintun kann. Und ja, die meisten sind alles so mit Kartenbasteln hauptsächlich. So wie ich ja jetzt im Moment auch. Also ich bastel keine Karten, also nicht falsch verstehen. Ich bin total Hasskartenbastler, also ich kriege es nicht auf die Reihe, Karten zu basteln, sagen wir es mal so. Ich habe es so oft ausprobiert, aber ich kann es nicht.
Deswegen auch alles, was an Rohlinge ist oder so, kann ich nicht gebrauchen. Ich brauche keine Kartenrohlinge. Ich habe mittlerweile einiges davon und die werde ich alle vertauschen, weil ich brauche sie nicht. Ich habe sie bis jetzt immer noch viel aufbewahrt, weil ich sie so hübsch fand, weil ich es immer noch wieder austesten wollte, aber ich habe es dann immer und immer wieder ausgetestet und es liegt mir einfach nicht. Und ja, komme ich jetzt zu dem Entschluss, dass ich das auf jeden Fall alles abgeben werde, was mit Karten Rohlingen zu tun hat. Ja. Also wenn man ein Tauschpaket macht, es kann gut sein, dass mal viel was drinne liegt davon. So, und dann habe ich noch diesen Organza-Sarg. Voll mit richtig schönen kleinen Teilen. Den mache ich jetzt mal auf. So. Und dann zeige ich euch jetzt erstes gleich diese Blumen. Ich packe die mal erstmal gleich einmal aus. Ja, hier sind 3, 5. Jetzt muss ich selber erstmal. 5 so eine Stränge sollen hier drin sein. Sollen. Sind aber nur 4. Nee, da 2. Also es sind 5 so eine Stränge mit. Lass mich jetzt nicht lügen. Ich glaube 5 Blumen dran. Ja. Oder 6. 1, 2, 3, ja, 6 Stück. Und die sehen so aus. Also ich finde die für Kartenbasteln oder auch für, was ich ja jetzt im Moment hauptsächlich mache, ich bin ja total der Minibuch, ja, Albummacher im Moment. Also da komme ich auch nicht von los. Es ist so toll, diese Mini-Alben zu machen. Also ich finde das total schön. Ich habe auch jetzt im Vorhinein, hatte ich noch wieder ein Video hochgeladen von Vivi, das Album. Sie hat sich auch mega gefreut über dieses Album. Und auch die Mutti hat gesagt, dass es echt schön geworden ist. Ja, und ich werde auf jeden Fall demnächst ein Vintage-Album machen, was ich aber für mich machen werde wahrscheinlich. Wo ich dann von mir, also von meinen Liebsten sozusagen, Fotos einkleben möchte. Das werde ich euch aber auch auf jeden Fall zeigen, wenn es fertig ist. Aber ich habe in nächster Zeit ja wenig Zeit zum Basteln. Ja. Also hier sind 5 so eine Stränge drin mit jeweils 6 Blumen. Die haben auch nur 1 € noch was gekostet. Also seht ihr, wie viel das eigentlich ist. Das ist echt eine ganze Menge. Ich zeige euch auch gleich die Nummer noch. Erstmal schnell einpacken. So, da habt ihr die Nummer. Könnt ihr nachschauen. Also ich werde mir auch in der nächsten Bestellung noch mehr von diesen Blumen, glaube ich, mitbestellen. Weil ich im Moment total viel von diesen Blumen ja gebrauchen kann und ich habe nichts. Ich habe sowas noch gar nicht. Ich habe jetzt hauptsächlich die Blumen erstmal mitgenommen vom Rossmann. Die gab es jetzt gerade sogar im Ausverkauf. Diese Papierblumen, die sie da hatten, die Rosen. Ich glaube, Rosen waren es. Da habe ich, ja, ich glaube, 5 Pakete mittlerweile mitgenommen oder so. Also da habe ich ein bisschen was. Aber sowas zum Beispiel habe ich ja noch gar nicht, so Stoffblumen oder so. Und das sind jetzt wirklich Stoffblumen. Einmal diese und dann habe ich noch mal diese weißen mitbestellt. Die finde ich eigentlich auch ganz schön. Allerdings stört mich da, zeige ich euch gleich. Ja, dieser Strassstein stört mich ehrlich gesagt ein bisschen. Weil, schaut mal, wie das aussieht von der Seite. Ich hoffe, ihr seht es. Seht ihr das? Wird das jetzt scharf oder wird es nicht scharf? Ich sehe es nicht. Jedenfalls seht ihr das mit dem Strassstein eigentlich. Weil er klebt ja eben so, ja, so blöd drauf. Das sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Aber sonst finde ich die Blumen natürlich wieder sehr schön. Die haben, glaube ich, auch 99 Cent gekostet. Die waren wieder im Ausverkauf. Glaube ich zumindest. Jedenfalls waren die unter dem Euro. So wie ich weiß. Deswegen hatte ich sie noch mitgenommen, um das mal auszuprobieren. Sind auch Stoffblumen. Da sind 2 so eine Stränge drin. Und die Nummer. Ja.
Dann habe ich noch mitbestellt Nagelsticker. Und zwar habe ich diese beiden Sorten mitbestellt. Die musste ich mal mit haben, weil die waren auf irgendwie 39 Cent oder so. Ja, und ich fand die beiden Muster jetzt so schön. Weil ich mache ja auch so, ja, hier Nagel. Ja, Nageldesign ist es auch nicht hier mit den Nagelgelen. Also, das habe ich letztens gemacht. Es ist jetzt nicht gerade toll geworden, aber nur ein Beispiel jetzt, was man damit dann machen kann. Ich glaube, ich mache dieses Licht wieder aus. Ich hoffe, ihr seht das jetzt besser. Und das ist einmal dieses Muster eben. Und einmal dieses. Den Blumen. Und hier seht ihr auch gleich die Nummer. Und bei dem ist die Nummer hier. Ja, die musste ich mir einfach mal mitbestellen. So, und dann habe ich ganz viele kleine Tüten mitbestellt mit ja, Hotfix-Strasssteinchen. Also, ich kann mich eigentlich nicht mehr retten, so viele habe ich nicht bestellt. Das sind mega viele Tüten. Deswegen ist es auch so viel geworden insgesamt. Weil das sind alles so Cent-Artikel gewesen. Die haben alle nur ein paar Cent gekostet, diese Tüten. Immer so 40, 50 Cent meistens. Und deswegen mussten diese Tüten mit. So, da haben wir einmal diese. Das sind jetzt, glaube ich, 2 mm. Die können natürlich nicht sehen. Jetzt. Das sind, ja, so silberfarbene. Falls ihr das sehen könnt. Also ich hoffe, ihr seht es. Das sind eben 2 mm. Das sind 400 Stück sollen das sein. Die Nummer habt ihr. Wie gesagt, Esspackungen sind das jetzt alles. Also es sollen echt 400 Stück sein. Das sind eben alles so eine kleinen Mini-Tüten. Aber das Gute ist eben auch, dass die auch für dieses Hotfix sind. Also für den Strassstein-Applikator. Den habe ich nämlich auch, weil ich das auch gerne benutzen tue für meine genähten Sachen. Um da so Teile raufzuhauen. Also so Bildchen da draus machen eben. Ja. Und dann habe ich ja hier irgendwie nochmal ein Silber. Sehe ich gerade. Da muss ich mal gerade kontrollieren. Aber irgendwie sieht das anders aus. Ich glaube, das ist so ein hellgelb eher. So ein Beige-Ton. Das ist, glaube ich, ein Beige-Ton. Ja. Also, ihr seht es sehr schlecht, glaube ich. Ich hoffe, jetzt könnt ihr es besser sehen. Es ist eben so ein Beige-Ton. Das ist auch die gleiche Größe. Es sind auch 400 Stück drin mit dieser Nummer. Ja. Das waren die beiden Tüten. Dann habe ich in der gleichen Größe. Ist das die gleiche Größe? Ja. So ein Rotton. Ich will auch nicht heute. So, ich denke, ihr seht den Rotton ganz gut. Ja. Also, ihr will partout nicht fokussieren heute. Also, erst recht nicht.
Ich hoffe, das habt ihr gerade nicht gehört. Wenn ja, es war mein Vater. Das ist gerade nicht lustig heute hier. Also ich kriege das gerade nicht hin. Wieso auch immer. Also ich hoffe, ihr habt sie halbwegs gesehen. So. Jetzt könnt ihr sie eigentlich recht gut erkennen. Ich drehe mal gleich um. Da sind 650 Stück drin mit der Nummer. Meine Kamera kann mich auch echt annerven hier. Ich weiß nicht, ob das am Licht liegt hier. So, und dann habe ich noch diese. Das ist so ein hellrosa. Sieht für euch jetzt eher silber aus, würde ich jetzt sagen. Aber es ist eigentlich, ja, es ist hellrosa. Also ich zeige euch mal gleich die Nummer. Sind wieder 400 Stück drin. So, dann habe ich in der gleichen Größe noch diese. Das ist so ein, ja, Doppelton, so rosa-grünlich. Ich denke, die könnt ihr wieder gut sehen. Da sind wieder 400 Stück drin mit der Nummer. Und die gefallen mir auch besonders gut. So, dann, ja, dann haben wir, glaube ich, nicht, hier haben wir noch einmal eine kleine Größe. Das ist so ein Blauton. Und hier sollen drin sein 1000 Stück mit der Nummer. Also, dass das 1000 Stück sein sollen. Normalerweise müsste man die echt mal nachzählen. Aber erstmal bin ich auf jeden Fall eingedeckt mit Strasssteinchen, glaube ich. So, hier haben wir größere. Ich glaube, das sind jetzt, lasst mich jetzt nicht lügen, ich glaube 4 mm. 3 oder 4 mm sind diese jetzt. Da sind 250 Stück drin mit der Nummer. Und das ist wieder so ein rosa Ton, so ein ganz heller. Dann haben wir die in der gleichen Größe. Ja, ich glaube, die gleiche Größe. Das ist jetzt lila. Also, ich hoffe, ihr erkennt es, dass es lila ist. Hier sind 650 Stück drin mit der Nummer. Dann haben wir das nochmal in Rot. Da sind 400 Stück drin mit der Nummer. Dann haben wir hier ja so ein Fliederton. Fliederrosa so. Und hier sind drin 650 mit der Nummer. Dann haben wir das Ganze in Silber. Da sind wieder 500 Stück drin mit dieser Nummer. Dann haben wir noch ein kleines Tütchen mit, ja, so gelblich wieder. Also das erkennt ihr diesmal auch ganz gut. Das ist richtig so ein Gelbton. Da sind 250 Stück drin mit der Nummer. Wenn ihr das S weglassen tut, dann habt ihr auch immer die große Menge. Und mir war die große Menge jetzt zu viel, weil so viel brauche ich nicht. So, hier haben wir nochmal welche in Pink. Das ist richtig so ein richtig schönes Knallpink. Ich glaube, das wird unter Fuchs hier genannt. Also hier sind 350 Stück drin mit der Nummer.
Dann haben wir noch diese. Und das ist ein richtig schönes Lila. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die doppelt bestellt habe. Ich glaube nicht. Ich glaube, das waren alles unterschiedliche. Ich denke, das erkennt ihr ganz gut. Hier seht ihr dann auch, hier sind 650 Stück drin mit der Nummer. So, und eine Tüte habe ich noch. Und das sind die schönsten von allen. Die sind so mega toll. Von denen möchte ich am liebsten gar keinen hergeben. Am besten noch viel mehr haben davon. Und zwar sind das hier diese irisierenden. Die sind so mega schön. Da habt ihr die Nummer. Es sind 650 Stück drin. Die sind so wunderschön. Also die kommen bei euch gar nicht so toll rüber wie bei mir. So, das waren meine Strasssteinchen, glaube ich zumindest. Ich habe, glaube ich, alle raus. Dann habe ich ja noch ein bisschen so Halbperlen. Oh, ich sehe gerade noch eine Tüte habe ich noch. So. Eine Tüte haben wir noch. Und zwar haben wir hier nochmal ein paar rote. Ich glaube, das ist nochmal 2 mm oder so. So habt ihr hier 650 Stück mit der Nummer. So, das waren sie jetzt aber wirklich. Und jetzt habe ich noch ein paar Teile zum Aufkleben mitbestellt. Und zwar einmal diese. Die sind so wunderschön. Die sind dann so hellrosa. Ja, eigentlich ist das normales Rosa. Das kommt bei euch jetzt heller rüber. Die sind wunderschön. Also, da sind 15 Stück drin. Ich habe da auch die S-Größe genommen. Der Nummer. Die will ich mir auf jeden Fall noch abformen. So, und dann habe ich mitbestellt, da hätte ich am liebsten noch viel mehr mitbestellen können. Also ich könnte mich jetzt eigentlich im Arsch beißen, dass ich nicht die großen Größen gekauft habe von diesen Sachen. Die wird auch schon jeder kennen, das sind diese Blätter zum Aufkleben. Ich hole sie mal raus, bevor eigentlich, habt ihr sie ja jetzt schon so oft gesehen in den ganzen Hauls. Ich habe sie auch durch die Hauls gesehen und ich muss sie haben. Die sind so mega schön. Das ist jetzt auch die kleine Größe. Also es gibt die in, ich glaube, 3 verschiedenen Größen. Die sind jetzt 8 Stück drin mit der Nummer. Wie gesagt, das S weglassen, dann habt ihr die große Größe. Ja. Dann habe ich die gleichen in Rot. Also, ja, ihr seht es. Er fokussiert schon wieder nicht. Also ich denke, jetzt erkennt ihr es halbwegs. Das sind jedenfalls wunderschön, diese Blätter. Da sind auch 8 Stück drin. Ich zeige euch gleich noch die Nummer. Ich hoffe, die erkennt man. Das müsste eine 1-3 sein hinten, das was man nicht entziffern kann. So, dann habe ich die gleich nochmal in rosa. In rosa finde ich sie hier echt am schönsten. Also davon werde ich auch definitiv nächstes Mal die großen Packungen mitbestellen von diesen Blättern. Ihr seht, dass sie sind so wunderschön. Die Nummer. Da sind auch 8 Stück drin, auch wenn es nicht draufsteht. So, und dann habe ich noch
diese länglichen Blätter habe ich mir noch mal einmal eingepackt in einer Farbe. Und ich fand jetzt blau, fand ich jetzt Quatsch, deswegen habe ich jetzt eine grüne genommen. Die sind auch so wunderschön. Mega toll. Da sind jetzt nur 4 Stück drin in der S-Größe. Aber ich wollte sie einfach nur mal, um zu gucken, wie die aussehen und so. Da habt ihr die Nummer. So. So, und jetzt habe ich noch ein bisschen was anderes für euch. Und zwar habe ich, ich glaube vor einer Woche oder so, in Facebook eine neue Gruppe gegründet. Die nennt sich Kleine Schatzkiste natürlich, so wie ich auch heiße, hier bei YouTube. Und da verkaufe ich Material. Alles so an Bastelmaterial, hauptsächlich Schmuckmaterial. Und dafür habe ich jetzt ein bisschen was mitbestellt bei Doreen Beats. So ein paar Kleinigkeiten erstmal, um zu gucken, wie das anlaufen tut. Die kommen auch die Tage dann auf jeden Fall in den Shop. Also ich verlinke euch das auf jeden Fall in der Infobox, dann könnt ihr mal reinschauen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr alle ja, kommt und mich da besuchen kommt sozusagen. Es sind jedenfalls auch ein paar echt schöne Sachen dabei. Bei ein paar Sachen bin ich echt am Überlegen, ob ich sie selber behalten tue. Aber ich kann sie auch nächstes Mal wieder bestellen. Also von daher, ich möchte euch ja auch ein bisschen was ja, geben, zeigen. So, und diese, denke ich mal, die kennt jeder. Ich habe nämlich hauptsächlich Cabochons bestellt. Die kennt wirklich jeder, diese Eulen. Die sind 3 Stück drin mit dieser Nummer. Und die wandern auf jeden Fall die Tage in den Shop. Dann habe ich nochmal Eulen. Und zwar sind das diese. In diesem Paket sind 2 Stück. Also mehr habe ich deshalb auch nicht. Aber wenn die gut anlaufen, werde ich sie definitiv wieder bestellen. Und zwar diesmal im großen Paket. Dann habe ich diese Schokoladen mitbestellt. Das ist die Nummer dazu. Wie gesagt, 3 Stück. Dann habe ich mitbestellt diese Pferdchen. Die fand ich auch so süß und die waren auch alles gerade im Angebot. Also es war alles so 50% runtergesenkt. Das war ein großes Ding, wieso ich überhaupt auch die kleinen Mengen meistens mitgenommen habe, weil die, nur die kleinen Mengen waren vergünstigt. Die großen waren auf Normalpreis. Und ich fand gerade diese Pferdchen, da hätte ich am liebsten alle Farben mitgenommen. Es gibt noch, ich glaube, 4 oder 5 verschiedene Farben davon. Die sind so süß. Hier habt ihr auf jeden Fall die Nummer davon. So, und dann haben wir hier noch ein paar Macarons. Die zeige ich euch mal genauer. Mit so einem Schleifchen drauf. Ist auch wieder mit so einem Charm drin. Also mit so einer Schrauböse. Das ist so rosa, sind die. Also die sehen echt lecker aus. Die sind schon toll. Die wandern definitiv auch in den Shop. Also wer als erstes kommt, der hat sie. So, und dann habe ich noch was ganz Süßes entdeckt. Also, die finde ich ja so knuffig. Und zwar diese Charms. Ja, Charms, Cabochons, wie auch immer. Das ist jedenfalls diese Kitty. Die ist so niedlich. Das ist richtig so ein Plastik. Davon gibt es auch noch ganz viele andere Varianten. Die sind echt süß. Und da sind jetzt 3 Stück drin in der Tüte. So, könnt ihr mal schauen, wie die Nummer. Dann habe ich noch mitbestellt diese Blumen, wo ich echt am Überlegen bin, ob ich sie nicht selber behalten tue.
Ich kann jetzt auch echt nicht lügen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie teuer die waren. Ich glaube, die waren doch schon über 1 Euro, die zwei. Ich weiß es aber nicht genau. Also die sind so schön. Und die sind ja für Mini-Alben. Dadurch, dass man die schön aufkleben kann, sind die ja perfekt geeignet. Also hiervon werde ich definitiv nächstes Mal noch mehr mitbestellen. Weil ich die echt so toll finde. Ob sie nur im Shop wandern, das weiß ich noch nicht. Also ich denke mal schon, aber ja. Die sind jedenfalls mega toll. So, und dann habe ich noch Charms mitbestellt. Und zwar einmal diese Mädchen. Also ich denke, ja. Na, so. Da erkennt ihr sie ja nicht ganz gut. Die habe ich jetzt einmal mitbestellt. Das ist, glaube ich, auch die S-Größe, ja. Da waren jetzt, glaube ich, 20 Stück oder so drin. Die waren dann definitiv auch mit in den Shop. Und auf jeden Fall wandert auch ein Teil von diesen in den Shop. Und zwar sind hier diese, ja, diese kleinen Tropfen drin. Da sind 200 Stück in der Packung. Die Nummer seht ihr. Die kennt auch, denke ich mal, jeder. Die wollte ich schon immer mitbestellen. Ein Teil davon geht auf jeden Fall mit in den Shop rein. Also da könnt ihr euch drauf verlassen. Ich denke mal so die 100 da, also 100 Stück werde ich wohl abgeben davon. Erstmal. Ich mache das immer so, dass ich erstmal was abgebe. Wenn ich dann doch noch wieder was habe, dann stelle ich noch wieder was rein. Also es ist immer so, wie ich gerade ja, sehen tue. Ich will auch noch einiges abgeben von meinen Perlen. Da muss ich aber noch genau gucken. Weil ich habe eigentlich so viele Perlen. Und ich brauche diese Perlen nicht, weil ich bin mittlerweile fast weg vom Schmuckbasteln. Also ich mache kaum noch Schmuck. So gut wie gar nichts mehr. Eigentlich brauche ich nur noch das, was ich so brauche für Resin. Also für Gießharz. Ja, daher kann gut sein, dass von meinen Perlen viel noch reinwandern wird bei euch. Aber ich habe so auch noch viele andere Sachen. Also ich will ganz viel Silikonmolds will ich noch reintun. Ja. Dann kaufe ich auch hauptsächlich immer neue Sachen. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel auch irgendwas Gewisses suchen tut, dann würde ich das auch mitbestellen. Also hauptsächlich bestelle ich jetzt immer bei Doreen Beats. Ja. Also falls ihr da Wünsche habt oder so, ich bestelle das gerne mit. Auch ganz Packungen kriegt ihr zur Not auch zum Verkaufspreis von mir. Also das ist alles kein Thema. Ja. Ich hoffe, der Haul hat euch gefallen. Es sind so wunderschöne Sachen wieder bei. Also ich kann mich nicht beschweren. Wie gesagt, die Sachen waren dann auf jeden Fall in den Shop. Ich werde euch den verlinken. Schaut mal rein. Ich würde mich sehr freuen. Und ich würde mich auch riesig freuen über... Jetzt wurden wir leider kurz unterbrochen, weil meine Aufnahmezeit mal wieder erreicht wurde. Diese 33 Minuten. Entschuldigung. Jedenfalls, ich würde mich freuen über einen Daumen hoch. Und ja, positive Bewertungen. Auch gerne ein paar Kommentare, wer jetzt zum Beispiel durch meinen Haul jetzt auf jeden Fall bei Doreen Beats bestellen tut. Das würde mich mal mega interessieren. Ja, und sonst würde ich erstmal sagen, bis zum nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und tschüss.